Ja, du bist erst frisch auf das Thema Permakultur, Selbstversorgung und nachhaltigen Obst- und Gemüseanbau gestoßen. Bist begeistert und motiviert, möchtest auch sofort anfangen, deine Hände in die Erde wühlen, weißt aber nicht genau, was du denn da auch da alles tust, hast vielleicht auch Angst, irgendwelche Fehler zu machen und fragst dich, welche Bücher denn für den Anfang, aber auch für Fortgeschrittene geeignet sind, um sich ins Thema Selbstversorgung und Permakultur gut reinfinden zu können. Sechs Bücher, die ich dir wärmstens empfehlen kann. Das erste Buch ist John Seymour Selbstversorgung. Eines der ersten Bücher, die ich zum Thema Selbstversorgung und Obst- und Gemüseanbau gelesen habe und war auch sehr begeistert davon, weil dir sehr viele Grundlagen zum Obst- und Gemüseanbau vermittelt werden und auch in Bezug auf die verschiedenen Kulturen, welche Vorlieben die haben, wie man die zu pflegen hat und auch zum Teil welche Mischkulturen sich da besonders gut eignen, wie du den Boden pflegst, wie du in speziellen Jahreszeiten, also im Sommer, welche Aufgaben zu erledigen sind, welche Aufgaben am besten im Winter zu erledigen sind, wie du am besten dein Gemüse auch einlagerst, was du halt im Sommer überschüssig hast, vielleicht ein bisschen einkochen, wie du verschiedene Beetarten anlegst, so ein paar Inspirationen, alles sehr schön dargestellt, beschrieben und auch mit Bildern untermauert. So, John Seymour wird auch als Pionier der modernen Selbstversorgung bezeichnet und ist auch sehr bekannt für seine Bücher, bekommt auch eine sehr gute Rezension zurück, wo halt auch sehr viele Praxiserfahrungen von ihm mit einfließen. Und ich kann es auch nur bestätigen, das Buch ist wirklich wunderbar, was, wenn du wirklich die ganzen Grundlagen vom Aussehen bis zum Ernten lernen möchtest, auch zum Baumschnitt wird da was geschrieben. Und das Buch kann ich wirklich empfehlen für die Einsteiger, die sich erstmal mit dem Obst- und Gemüseanbau beschäftigen möchten, damit sie halt in den ersten Jahren die ersten Ernteerfolge und auch Motivation bekommen. Super Buch eines Briten. Warte mal, Briten? Sind das nicht die Erzfeinde der Deutschen? Ganz Fußball-Deutschland stöhnt verzweifelt auf. Oh no, schon wieder diese Engländer. Für die hetzerische englische Boulevardpresse war es jedenfalls ein gefundenes Fressen. Sport sollte Völker verbinden, nicht trennen. Wir zeigen, dass man die Geschichte deutsch-englischer Fußballkonkurrenz auch fair und sachlich behandeln kann. Bei der WM 1940 hatten wir... Buch Nummer 2, die Humusrevolution. Als ich dann die Grundlagen für den Obst- und Gemüseanbau dann mir angelesen habe und die auch in der Praxis dann langsam umgesetzt habe, auf dem Acker von meinem Lehrer, dann habe ich mir dann mal die Humusrevolution besorgt, um halt mich dann weiter tief in die Thematik Permakultur zu beschäftigen, weil um kräftige Obst- und Gemüsepflanzen zu bekommen und auch eine große Ernte zu haben, ist es auch sehr wichtig, seinen Boden mit aufzubauen und die Thematik wird in dem Buch sehr gut besprochen, warum es sehr wichtig ist, unsere Böden gut zu erhalten. Da wird auch auf die Schwarzerde Terra Preta Bezug genommen, wie man die auch zum Beispiel herstellt und wie wertvoll die für den Garten ist und auch im größeren Kontext, wenn man sich das Buch anschaut, wie wichtig auch eine regenerative Landwirtschaft ist in Sachen der Klimaveränderung, der Naturzerstörungen und auch das, die ganzen Praktiken in der konventionellen Landwirtschaft, auch mit dem Pestizideinsatz, die halt auch unsere Böden zerstören und auch unsere Artenvielfalt vernichten. Es werden auch hier sehr viele Inspirationen und Praxisbeispiele genannt, zum Beispiel, wie man ein nachhaltiges Weidemanagement vollführt. Für den Anfang, um sich in die Permakultur einzufuchsen oder eine regenerative Landwirtschaft, ein super Buch. Nachfolgend für ein bisschen mehr Details kommt dann dieses Buch zum Beispiel und zwar Mein essbarer Waldgarten von Bernhard Gruber. Der gute Bernhard Gruber hat gerade einen Waldgarten, der auch über 30 Jahre alt ist und in dem Buch erklärt er das ganze Prinzip eines Waldgartens, wie man den aufbaut, wie man den plant, welche Pflanzen dann gut miteinander synergieren, welche Arbeiten anfallen, worauf man dann alles achten soll und das auch mit untermauert mit sehr vielen Bildern und auch Praxisbeispielen. Im englischsprachigen Raum ist das Konzept auch bekannt, wird halt hier auch als Food Forest bezeichnet und in die Richtung möchte ich natürlich auch gehen, nur halt in eine andere Klimazone, wo es halt ein bisschen wärmer ist und du das ganze Jahr durchernten kannst. Bernhard Gruber zum Beispiel, der hat auch schon einige Projekte mit in Afrika umgesetzt oder ist noch gerade dabei. Und man sollte auch nicht vergessen, dass wir zum Beispiel in Deutschland sehr wenig Wälder und viele Forste haben und mehr Wälder würde auch Deutschland gut tun, wenn es auch sogar noch in Richtung Dauerwald geht, wo man auch bessere Holzqualität zum Teil bekommt. Ja, es ist von großer Bedeutung, einen Wald aufzubauen, denn ohne Wald gibt es keine Pilze und ohne Pilze gibt es keinen Wald. Und diesen Spruch habe ich vom Buch Nummer 4 und zwar Mycelium Running, How Fungus Can Help Us to Protect the World. Der US-Amerikaner Paul Stamets beschäftigt sich schon seit Jahren mit der faszinierenden Wunderwelt der Pilze. Und sein Buch Mycelium Running zeigt auch sehr gut, welche wunderbaren Aufgaben, Vorteile für die Natur, die ganzen Pilze überhaupt übernehmen, dass man auch unter anderem lernt, dass der Fruchtkörper, den wir gerne ernten, wenn wir zum Beispiel im Herbst
Steinpilze sammeln gehen, dass das halt der Fruchtkörper ist und darunter der wahre Pilz, das ganze Myzel-Geflecht ist und es so viele wertvolle Aufgaben übernimmt und so viele verschiedene Pilzarten gibt, die halt zum Beispiel mit den Pflanzen in Symbiose gehen, wie zum Beispiel die Mykorrhiza-Pilze, die wir auch gerne im Garten haben möchten. Dann gibt es halt Pilze, die zum Beispiel totes Holz abbauen möchten, also auch hier einfach einen Zersetzungsprozess, um halt wieder die Nährstoffe freizusetzen. Düngeeffekt zu haben, also den natürlichen Kreislauf zu schließen. Dann gibt es auch Pilze, die bei gesundheitlichen Beschwerden genutzt werden können. Die spezialisieren sich auch auf je nach Material. Unter anderem hat er auch in dem Buch beschrieben, dass er eine Straße im Wald mit Holzhackschnitzel komplett kompostiert hat. Das hat ungefähr 5 Jahre gedauert. Da hat er einfach den richtigen Pilz genommen und die konnten dann die Straße umsetzen. Und da gibt es auch Pilze, die dann Radioaktivität neutralisieren können. Pilze, die halt andere Verschmutzungen, Belastungen und Chemikalien zersetzen können. Er geht auch auf seine Versuchsexperimente der Praxis ein, untermauert das auch alles wieder schön mit Bildern, auch vom Gemüseanbau von der Perspektive auch her und erklärt auch, wie wichtig die Pilze zum Beispiel für die Kommunikation der Bäume sind, auch für Nährstoffaustausch und auch von der Genvielfalt der Bakterien, die dann auch noch mit profitieren können, weil die Bakterien die Pilzmyzele als Autobahn nutzen und die reiben sich halt auch ständig auf diese Autobahn und tauschen so zum Beispiel Genmaterialien aus. Und bevor sich wieder einige von euch beschweren, warum das Buch nur auf Englisch da ist, weil sie unbedingt Deutsch haben möchten. In Deutschland wird Deutsch gesprochen! Also nicht aufregen oder Englisch lernen. Buch Nummer 5, Der große Weg hat kein Tor. Das Buch wurde von Fukuoka, einem japanischen Landwirt und Philosophen, geschrieben. Er beschreibt auch in seinem Buch sehr schön seinen Weg der regenerativen Landwirtschaft und das alles, was er in der Praxis an Erfahrungen gesammelt hat und was er umgesetzt hat und auch die ersten Erfolge dann getragen hat. Er begründet auch in seinem Buch die Do-Nothing-Methode. Der Mensch mit seinen Eingreifen und Manipulationen bringt die natürlichen Kreisläufe durcheinander und sorgt dafür für noch mehr Chaos. Das aufgrund der Tatsache, dass wir Menschen immer weiter entfremdet von der Natur sind. Neben seiner Kritik an der konventionellen Landwirtschaft hat er auch 4 Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft, die er da näher erläutert. Erstens kein Pflügen, wo ich auch ein Freund bin von den ganzen No-Dig-Verfahren. Ich tue auch nicht mehr Pflügen oder auch den Boden umgraben. Habe ja auch einzelne Videos auch dazu gemacht, warum man das nicht machen sollte. Unter anderem, um die Bodenstruktur nicht kaputt zu machen, das Mikrobiom nicht dadurch zu zerstören, sondern einfach die Natur so walten lassen, wie es halt unter anderem im Wald und draußen in der Natur üblich ist. So, unter anderem konnte ich mit der Methode feststellen, dass der Boden sich viel besser aufbaut, die Pflanzen auch besser wachsen und ich weniger körperliche Arbeit im Garten habe. Machst du das auch? Schreib mir gerne deine Erfahrung unten in die Kommentare. Keine chemischen Dünger oder vorbereitete Kompost. Es ist sehr wichtig, mit dem organischen Material den Boden zu füttern, die Bakterien und Pilze, die dann für die wahre Pflanzenernährung sorgen, dass halt dann die Bakterien und Pilze dann über die Symbiose die Nährstoffe an die Pflanze übergibt. Zumal wir so, wenn wir das Bodenleben füttern mit dem organischen Material, die Bodenfruchtbarkeit erhalten und auch einen guten Humusboden aufbauen, der die Nährstoffe besser halten kann und weniger anfälliger ist gegenüber Ausschwemmungen oder auch Überschwemmungen. Keine Unkrautbekämpfung durch Pflügen und Pestizide. Das sind einfach nur kurzfristige Lösungen, die auch starke nachfolgende Wirkungen haben können, vor allem wenn man die Chemiekeule einsetzt. Man möchte halt den Unkrautbewuchs dadurch minimieren, indem man halt den Boden bedeckt, mit Mulchmaterial zum Beispiel einen fruchtbaren Boden bekommt. Da kann man auch mit der Zeit, wie ich dann die Erfahrung festgestellt habe, dass man den Löwenzahn der Pfahlwurzel ganz einfach komplett rausreißen kann, wenn der Boden eine gute Fruchtbarkeit hat. Dann hat auch die Pflanze mit ihren Pfahlwurzeln auch ausgedient. Da geht es auch in Richtung Pflanzenbestimmungen bzw. die Bodenbestimmung anhand von Pflanzen. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Wenn du zum Beispiel einen verdichteten Boden hast, warum du sehr viele Disteln und auch Löwenzahne hast oder auch wenn du eine Brennnessel hast, welchen Boden hast du denn, wenn du sehr viele Brennnessel hast. Ja, kein Einsatz von chemischen Pestiziden. Erklärt sie natürlich von selbst, natürlich beseitigen, das heißt mit Nützlinge reinbringen und diese auch fördern, hat man weniger zu tun und bringt das Ganze nicht aus dem Gleichgewicht, sondern die Natur regelt alles für sich selber. Zum Beispiel, wenn du viele Läuse hast, lass die einfach mal ein bisschen dran, bis halt dann die Marienkäfer kommen, die Larven kommen und dann sehr viele Läuse abfressen. Natürlich ist das ein ganzer Prozess, das heißt, es dauert, bis halt sich ein natürliches Gleichgewicht etabliert, auch über mehrere Jahre, aber es wird mit jedem Jahr besser. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Mensch ein Teil der Natur ist und auch die natürlichen Prozesse begreifen soll, also beobachten, diese auch dann anwenden und nach seinen Bedürfnissen auch dementsprechend gestaltet, anstelle die Natur gnadenlos auszubeuten. Deshalb ist es sehr wichtig, statt gegen die Natur zu arbeiten,
arbeiten, mit der Natur zu arbeiten, das im Einklang mit der Natur. Und der Mensch gehört halt nun mal dazu. Du und ich, genauso wie dieser Mann. Heaven's Power Ashes, Humusphäre. Ja, und das Beste kommt ja wie immer zum Schluss. Dieses Buch Humusphäre ist für mich eins der wichtigsten Bücher, die man überhaupt lesen sollte. Neben Pommeresche, der dann sehr gut beschreibt, wie die Pflanze sich eigentlich wirklich ernährt, dass wir das Bodenleben fördern sollen, also Leben bringt Leben, zeigt es auch ein bisschen auf die Entwicklung der konventionellen Landwirtschaft, geht auch der Frage auf, die Justus von Liebig mit der Nährstoff-Mineraltheorie da aufgestellt hat, dass die Pflanzen sich zum Beispiel nur von Mineraldünger ernähren, dass das einfach nur reicht, wenn man dies halt das ins Wasser reingibt und die Pflanzen so zum Beispiel ernährt werden. Das Buch zum Beispiel zusammengefasst habt, werdet ihr auch unten verlinken, ist die größte Lüge der Landwirtschaft. In seinem Buch zeigt er Zahlen auf, setzt die in Relation, geht auch ein bisschen auf die Vergangenheit an, wie dort zum Beispiel angebaut worden ist und dann zeigt er auch Praxisbeispiele und Erfahrungen von sich, unter anderem, dass er auf 1 Quadratmeter 16 Kilo Zwiebeln ernten konnte und noch ein paar Methoden, die er gerne nutzt, um den Boden schneller fruchtbarer zu bekommen. Wieder ein wertvoller Mensch, Pionier und Vorreiter, der mit solchen Büchern wertvolle Aufklärungsarbeit leistet und auch andere Menschen, wie zum Beispiel mich, motiviert. Ich hoffe, dich auch. Die ganzen Bücher werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du auch deinen guten Boden aufbauen kannst und wie ich für deine Eltern eine Rentenversicherung aufbauen kann. Mein Vater wird es mir echt danken, wenn der mal diesen guten Boden hat, den ich über Jahrzehnte für ihn aufgebaut habe. Du kannst auch mir helfen, eine Versicherung aufzubauen, indem du mir einen Daumen nach oben gibst, gerne dieses Video auch an Menschen teilst und diese weiteren spannenden Videos anschaust, die dir helfen, deinen eigenen Permakulturgarten aufzubauen und auch vielleicht in Richtung Selbstversorgung zu gehen